Hey, Rubik ist jetzt zu einer weiteren Folge von Pokémon Ultrasonne. Ja, wir sind wieder zurück und ja, ich bin wieder hier zu Hause. Und heute können wir mal weitermachen, Gott sei Dank. Ja, mein Team sieht jetzt wie folgt aus. Es hat sich ein bisschen was geändert und auch für mich muss ich mal wieder reinschauen. Ich habe nämlich ein bisschen was gemacht noch nach der letzten Aufnahme. Und wie man sieht, hier haben wir ein Pichu mit Donnerschock, Bitterkuss, Ränkeschmied und Charme. Dann haben wir hier Wommel mit Käfertrutz, Feenbrise, Silberhauch und Stachelspore. Wuffels Level 16 mit Steinwurf, Feuerzahn, Biss und Jauler. Dann haben wir hier Quaffwaff mit Kopfnuss, Widerhall, Kraftschub und Sandwirbel. Und zu guter Letzt mit Zunder, Feuerzahn, Doppelkick, Schlecker und Glut. Dann haben wir hier noch ein Bissersamen, das wir durch die Island-Scanner-Dingens da machen können. Ein Inselscanner, genau. Und apropos Inselscanner, wenn man hier mal reinschaut, habe ich ordentlich viel gefangen. So. Ich habe hier quasi ein bisschen um die Insel rumgegangen. Ich habe hier ein Shiggy mit Inselscan gefangen. Ich habe ja eben das Onix mit Inselscan gefangen. Das Purmel hier. Und eben Bisasam. Ja. Und ich habe Pichu gefangen und gefunden und ja, jetzt nehmen wir das mal mit, weil Alola Reitschatten neben dem ersten nicht dabei könnten wir dabei haben, weil wir im Käfer Fee Wuffels eben Kopfwaff und mit Zunder. Moment, also mal schauen, ne? So, jetzt müsste ich zum Alola Foto Club noch, aber bevor wir das machen, gehen wir noch zum 10-Karat-Hügel. Und dort werden wir uns quasi nochmal umsehen. Denn dort waren wir noch nicht. So, Taurus Rampok. Ein paar Sachen wurde ich mehr oder weniger ein bisschen gespoilert, aber nicht viel. Was das Neue betrifft. Ich weiß, dass es hier und da mal einen anderen Totem gibt, aber mehr weiß ich auch nicht bis jetzt. So. Gut. Weiter geht's hier. Geschwind zum 10-Karat-Hügel. So. Hops. Das war ein bisschen falscher Weg. So, hier noch durch und rein hier. Alles klar. Gucken wir mal, was sich so hier verbirgt. Ah, wir hätten sie gebraucht. Oh, Zertrümmer-Encounter. Ein Kiesling. Könnte ich auch theoretisch fangen. Brokkolos ist geil und ja. Schauen wir mal, was Peach so machen kann. Wenn irgendwie ein Steinwurf kommt, dann wahrscheinlich macht sie die Hälfte. Ah, schauen wir mal, was ich jetzt damit machen kann. Kopfnuss, das wird wehtun. Ja, und One-Shotten wird es, glaube ich, nicht. Es entwickelt sich ja durch Freundschaft, also doof. Naja, egal. Los, Wuffels. Dass du auch mal ein bisschen Zeit bekommst hier. Zwischen 17 und 18 Uhr entwickeln. Ja, das haben wir ja bald, aber das wird sich heute wahrscheinlich auch wieder nicht ausgehen. Bruchrüstung. Das ist cool. Ah, ich hätte doch dann gern eine andere Fähigkeit. Ah, schauen wir mal, ob bis jetzt killt. Nee. Tut's nicht. Ist es nur bei anderen. Aber es ist auf jeden Fall mal einen guten Range, um es zu fangen. Und ich sollte mal wieder Pokébälle kaufen. Unbedingt sogar. So. Gucken wir mal. Yay, Kiesling wurde gefangen. Super. Ich fange so ziemlich alles mittlerweile, weil
Man sieht ja 15% hier und da. Sechskantige Loch dient als Ohr. Tief drin liegt ein Energiekern versteckt. Wenn man jemand hineingreift, wird es wütend. Okay. Alles klar. So. Jemand in dem Team scheint knapp bei HP zu sein. Ja, Kiesling will ich ja gerade nicht im Team haben, aber hey. Danke, Rotom. Ja, ich weiß, Rotom. Dankeschön. Ich weiß, Kollege. Tja, wir haben noch viel vor uns auf jeden Fall. Hier ist ein Ei. Oder hier ist ein Encounter, bevor ich das Item bekomme. Rokara. Ich bin entkommen. So, was ist denn hier? Supertrank, das ist toll. Das ist super. Was haben wir hier? Hyperball. Das ist auch cool. Ich hätte einen Schutz mitnehmen sollen. Flunkkiefer, hallo. So, ja, ich war tatsächlich schon ein bisschen hier drin, aber ich bin im Eingangsbereich rumgerannt. Falls ihr es vom PC gesehen habt, ich glaube, ich habe es nicht gesagt, aber jetzt wisst ihr es. So, schauen wir mal, ob hier noch was ist. Jetzt schaue ich aber ernsthaft, ob ich einen Schutz auch habe. So, nur damit sich jetzt Rotom nicht aufregt. Hier. Haben wir irgendwas hier mäßiges, schutzmäßiges? Kann ich das noch immer irgendwie sortieren nach Alphabet? Das war super. Schutz? Nee. Okay. Egal. So, Taros, Kollege. Wie da. Ein Enten-Counter. Es ist ein Zubat. So, Pichu. Bin entkommen, sehr schön. Dun, 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 dun. Diesmal geht's hier weiter. Letztes Mal hat man Stärke hier gebraucht, um weiter zu kommen. Ah, es wird sicher auch noch kommen. Aber trotzdem, interessant. Interesting. Indeed. Okay, Taros will hier nicht lang. Okay, da okay. Diesmal kommt man so ran. Erium Z. Oh lol. Das so schön glitzere Erium Z gehört nun dir. Schau gut so, ich führe die Pose vor. Finaler Steilflug ist ein furchterregender Angriff aus himmlischer Höhe. Hoffentlich geht diese Z-Dagger bald in Fleisch und Blut über. Sie kommt einfach so und geht. Alles klar. Alles klar. Flunkkiefer, ich weiß, dass du hier bist. Du brauchst das jetzt nicht machen, mich in den Weg zu stellen. Okay. Na dann. Hier kann man dann später wahrscheinlich durchsurfen, so wie sich das hier so aussieht. Taros, darf ich? Dankeschön. Die Encounter kommen immer dann, wenn man irgendwo schnell durch möchte. Das ist hier jetzt mal so. Jedes Mal Bedroher von Flunkkiefer wirkt. So.
So, jetzt aber. Zentraler Felskern. Granitstein. Irgendwo höre ich ein Geräusch. Genau das hier, nämlich von Pandir. Diese Pokémon bist du noch nie begegnet, das glaube ich dir. Wollte schon sagen, das kommt bekannt vor. Das Geräusch. So. Superball. Sehr schön. Wuffles, wie geht's denn dir? So. Ich weiß, dass hier Wuffles sind. Spiel. Das weiß ich. Ja. Nugget. Lecker. Muss doch auch noch irgendwas sein. Ah, hier. Feuerheiler. Okay. Ja gut, hier war dann noch eine Krosma. Das war mit Mond, aber das war's dann. Huch! Da hat's einen kurzen Blackscreen gegeben. Aber auch einen ganz kurzen nur, hä? Pandir, ich will dir jetzt nichts tun, Kollege. Kollege Pandir, kommen du und gehen bitte. Danke. Dankeschön. So. Ah, hier ist noch eine TM. Katapult. Ob das Wuffles lernen kann? Ich weiß nur, dass es Rokara auf jeden Fall lernen könnte, aber das haben wir nicht. RMZ haben wir jetzt. Und hier Katapult 50. Nee. Ruheort? Soll ich den Trainer gleich offscreen bekämpft, ne? Ja, vielleicht noch nicht. Noch nicht. Später vielleicht. Ah, hier ist gar nichts. Okay. Ich weiß, dass du hier bist, Wuffles. I know it. I know, Kollege. I know. So. Wenn ihr nicht Encounter nach Encounter kommen würde, könnten wir sogar Progress machen. Aber jetzt sind wir schon wieder... What the fuck? Ich hab gedacht, es hat nur einen Fleck oder so dabei, eher auf die Ohren auch, aber... Wäre mal witzig, wenn es irgendwie sowas gäbe. In der Form von Pandia. Nur einen Fleck hätte oder so irgendwie. So. Na dann. Das war anscheinend alles, ne? Ja, ist doch klar, dass vom Stein nochmal was kommen muss. Hallo, Hozubat. Du bist jetzt von Monsieur Pichu verschont. So. Oder Madame Pichu. Noch ein Encounter, dann der kommt der Fotoclub, den ich nicht machen will. Aber okay. Oh nein, der Bedroher. Macht Peach ja so viel. So, jetzt aber. Raus hier.
hier rundherum. Und natürlich noch ein Encounter. Ein Vingul. Auch interessant, aber ich mein's, ich mein's. So, Kollege Pichu. Jetzt geht's auf zum Alola Photo Club. Im Volltempo. Holy City Strandpromenade. Und jetzt sind wir in der Stadt selbst. Im Einkaufsviertel. Ah, der ist gerade reingepoppt ins Bild, das habe ich gesehen. So, hier hin. Müssen wir jetzt. Oh, ein Trainer mit einem Z-Kraftring. Im Alola Fotoclub kannst du dich an einem Lieblings-Pokémon in verschiedenen Posen ablichten lassen. Schon mir wüsste, dass du es unbedingt mal ausprobieren. Lame. Ich mag das irgendwie nicht so mit den Fotos. Aber ich meine, ich kann es mir vorstellen, dass es ziemlich lustig ist, aber trotzdem. Natürlich mit Mitsunda dann, hä? Das ist badass. So. Was der Pokémon postet, macht das perfekte Foto zu schießen. Okay. Was kann das alles? Okay. Ich glaube, das hier. Das schaut doch gut aus. Jetzt. Okay. Das passt doch eh. Ehrlich gesagt. Ja, das ist ein Style irgendwie, das hier. So. Oh, sehr schön, ich mag deine Fotokiste, das ist ein Geschenk und deine Fotos jetzt ansehen kannst. Bilderalbum erhalten. Schön. Darf ich das jetzt bitte nie wieder benutzen? Das wäre schön. Obwohl es hier und da mal cool ist, hier ein bisschen Fotos zu machen während der Reise. Muss ich ja schon sagen. Nee. Brauche ich nicht. Zu spät mit Deko-Elementen. Das passt. Rote Mandala Hintergründe. Sehr schön.
Das passt. Hey, Kurelei. Oh. Alles klar. Kuckuckspiel. Also, das finde ich witzig. Das finde ich so, das finde ich irgendwie ziemlich nett. Wusste ich es doch. Verschiedene Regionen, wer jetzt dafür, wo die Menschen Pokémon-Spiel herkommen. Ein Team Pokémon ist eine andere Region befindet. Ja. Mal sehen. Hier Pokémon aus anderen Regionen. Ja, ja. Das passt. Hätte ich das Rolfo. Nein. So. Das passt. Hey Hubex. Komm denn du her. Oh. Auch schon entwickelt. Wird auch mal Zeit. Du und Pichu habt immer Roller Foto gesichert. Ein gutes Bild. Ja, mit Sunder gemacht, egal. Ab jetzt unser nächster Haltepunkt Akara. So keine Fotos machen? Ich verzichte erstmal auf Fotoshooting und Dekorment. Ich würde bestimmt viel zu viel Zeit damit verbringen, aber. Ach, Poriert das perfekt ins Zählsitz, weißt du? Ja, das glaube ich auch, weil es ein bisschen eitel ist. Ich will dich nicht zu lange warten lassen. Rhetos! Ich bin schon total gespannt, was bei der nächsten Prüfung erwartet. Finden wir es heraus. Ich weiß, ich werde immer von Russisch zu inselmäßig so ein bisschen. Keine Ahnung. Uwex Talia kommt genau richtig. Meine Yacht ist bereit zum Ablegen. Also, was das Thema angeht, ja, um ehrlich zu sein, würde ich viel lieber auf dem Rücken von Maltex nach Akala reisen. Ich hoffe, dass Uwex mit mir die Gesellschaft lassen wird. Aber die Yacht auf dem Rücken von Maltex? Ja, genau, von Big Wave Beach bei Route 2 aus. Verstehe, dann will ich nichts mehr zu sein, Talia. Dass du dir lieber von einem Pokémon helfen lässt, zeigt, dass du verstanden hast, worauf eine Verwandtschaft ankommt. Yippie, danke Professor, wir sehen uns dann auf Akala. Hubex, ich warte auf Big Wave Beach, Route 2. Gut, dann geht's jetzt noch montags. Hubex, darf ich dich mit etwas bitten? Klar. Ich möchte wirklich helfen, seine Heilung zurückzukehren. Ich hatte dir ja schon davon, dass mein kleiner Freund hier nicht aus einer sehr brenzligen Situation gerettet hat. Deshalb möchte ich ihm nun helfen. Aber da ich keine Pokémon-Trainerin bin, kann ich alleine nicht viel ausrichten. Deshalb benötige ich deine Hilfe, Hubex. Das muss ich sehr selbstsüchtig dann haben. Ich weiß, natürlich helfe ich dir. Oh, da fällt mir ein Stein von Herzen. Sonst wäre ich nämlich nicht weiter, hätte ich nicht weiter gewusst. Dann würde ich sagen, wir treffen uns auf Akala, der nächsten Insel wieder. Piu! Okay. Oh. So. Dann auf zum Big Wave Beach. Und das Fotoshooting ist fertig. So, ich schön übersprungen, ganz schön heimlich. So. Oh. Oh, Alola Eich ist hier. Boah, was soll ich ihm für... Oh, das ist ja ein Inselwanderschaftszeichen. Achiak. Achiak. Nee, irgendwie so. Also. Und dazu besitzt du auch noch die Z-Kristalle, Normalium Z und Batalium Z. Du hast mit anderen Worten also sowohl Elimas Prüfung als auch die große Prüfung von Halle Erfolg abgeschlossen, stimmt's? Mein Glückwunsch. Die Bims. Wenn ich mich vorstellen dürfte, mein Name ist Heinrich Eich. Jetzt wollte ich schon Heich sagen. Ich bin Pokémon-Forscher und untersuche unter anderem die Herrscher-Pokémon in Alola.
Fragst du dich sicher, warum Herrscher Pokémon im Vergleich zu ihren herkömmlichen Artgenossen so auffallend groß sind? Und was es in diesem besonderen Aura auf sich hat, die sie umgibt? Ja, aber klar doch. Alles andere hätte ich auch sehr gewundert. Dann spitz mal schön die Ohren. Ich möchte, dass du bestimmte Sticker für mich sammelst, die du gegen Zugang ein Pokémon erhältst, das ein Herrscher Pokémon ähnelt. Deshalb werden diese Sticker auch Herrscher-Sticker genannt. Du kannst sie hier und da in Alola finden. Zieh sie einfach ab und sammle sie. 20 Sticker und du hast einen Mango Spectre in Herrschergröße, quasi. Ich zähle auf dich, Hubex. Immerhin bist du der Trainer, dem Professor Kukui sein eigenes Rotemann vertraut hat. Ich mache mich dann mal wieder auf zum Kantai-Strand der Fakale. Schwing dich einfach auf Maddox und komm rüber gesurft, wenn du meine Hilfe brauchst. Surfer Oak am Start hier. Surfer Eich. Kein Ding. So, Big Wave Beach. Auf geht's, ne? Würde ich sagen. Machen wir das noch, das geht sich schön aus. Oh, seid ihr zwei Freunde? Ja, aber ich wusste nicht, wann wir sind auch zusammen auf Insellandschaft. Unser nächstes Ziel ist die Insel Akala. Woran habt ihr also den alten Haller besiegt? Ich bin mir sicher, Maddox wäre es eine Ehre, euch auf dem Rücken tragen zu dürfen. Super, und was müssen wir machen, um aufzusteigen? Sprich Maddox einfach an. Alles klar, Akala, wir kommen. Rotom sagt's richtig. Ja, Helm beim Surfen. Bringt sich sicher viel. Ah, die Cutscene ist geil. Kann man sagen, was man will. Jetzt kommt das Mantax-Tutorial wahrscheinlich. Oder ich darf einfach. Beim Mantax-Surfen gilt es auf dem Weg zur Insel so viele Kunststücke wie möglich hinzulegen, um eine neue Höchstpunktezahl zu erreichen. Es gibt viele Lektionen für das Mantax. Legen wir gleich mal los. Lektion 1. Beschleunigen. Mantax schwingt von selbst vorwärts. Wenn du den höchsten Punkt der Welle erreichst, wege das Schiebepad nach links, um sie wieder runterzuziehen und so zu beschleunigen. Wege Schiebepad nach rechts, sobald die Welle hinabgeritten bist, um wieder spitz zurückkehren. Wiederhole diese Abfolge mehrmals, um Fahrt aufzunehmen. Hol es am besten gleich selbst aus. Alles klar. Glückwunsch, du hast es bestanden. Wenn Mantax Fahrt aufgenommen hat, erscheint eine orangefarbene Luftströmung. Okay. Springen, wenn du den höchsten Punkt rechts, um einen Sprung auszuführen. Je mehr Tempo Mantax zur Zeit, desto höher springst du. Probier es gleich mal aus. Glückwunsch, das Lektion 2 bestand, je nach Kunststück und Höhe der Welle fällt deine Punkte so unterschiedlich ab. Das Springen im Hinterkopf. Und hier gibt es mehrere Sprünge, okay. Lektion 3, Kunststücke. Bewege Schiebepad während des Mantax-Sprungs, je nachdem, wo du hin willst, quasi. Dass sich in den Hof mehrmals hintereinander legst, ein komplettes Kunststück und deine Punkte wird erhöht. Probier es einfach doch mal aus. Auf jeden Fall ist das lustig, muss ich sagen. Bis jetzt. Glückwunsch, Lektion 3 bestanden. Das Kunstwerk ausgeführt, die das die Nähe, bevor die verschwindet, gibt es noch mehr Punkte. Alles klar. Lektion 4, Landung. Nachdem man das Luft gesprungen ist, langsam höher und landet schließlich wieder auf dem Wasser.
Es macht sich mit in der Drehung auf dem Wasser auf, wird es von Wellen verschluckt. Das sagt, auf das letzte Drehung verändert ist, bis es auf dem Wasser landet. Alles klar. Okay, das. Gut, bist du an einem Aktion, weißt du, schon verstanden, wie du es nochmal absolvieren möchtest. Alles klar. So, jetzt dürfen wir aber. Aber ich würde sagen. Also, da können wir gar nicht pausieren, merke ich gerade. Ja, alles klar, dann machen wir es halt jetzt, ne? Wir sind auch Tintacha. Und ganz viel Zeug. Pyoku, also Gufa ist ja auch ordentlich. Mann, hier war ein Weilmar. Es macht Spaß. Nice. So, hier durch und wieder hier an Geschwindigkeit ein bisschen sammeln. Und hier schon ist die Insel wieder, wie ich sehe. Boah, die wird nochmal hier groß. Oh shit. Jetzt aber. Oh, schade. Aber cooles Minispiel, muss man sagen. Okay, cool. Schauen wir mal, was wir so viele Punkte haben. Aber ich glaube, es war nicht so schlecht, ganz ehrlich. Haben wir sie fast eingeschrieben in der Rekordliste gleich beim ersten Versuch. Ich glaube 12.000 so war der Rekord, wenn wir das richtig gelesen haben. So, das gibt's natürlich auch wieder, ne? Auf nach Akala. Sehr schön. Kantai-Strand. Ja. Hutzasa, da wären wir. Der Professor. Hey, der Wortprofessor. Der Professor hat dieses Wortspiel bestimmt geliebt. Ha, ich bin so froh, dass wir dich in Akala erreicht haben. Sag ich mal in Russisch und dann kommt sie immer. Mantox ist echt eine Wucht. Ich frage mich, ob der Professor und Lily schon auf der Insel angekommen sind. Ich schlage vor, wir teilen uns auf und gehen sie suchen. Ich kann es halt nicht einfach besser machen. So, Kollege. Klasse, du hast echt das Zeug zum Surfer. Dein Ergebnis von soliden 10.330 Punkten fördert dich hier bei der Surfstufe am Big Witch auf Platz 3. Wir hatten alle Großes von dir und Mantax. Hier, was hast du dir verdient? Gischtpunkte. Aha. Ich hoffe, dich hier wieder bald dich zu begrüßen dürfen, Wellenreiter. Ja, für Karl angekommen. Im Pokédex findest du jetzt einen neuen Insel-Pokédex. Entdecke die vielen neuen Pokémon. Ah, okay. Ja, das war die heutige Folge. Wir sind jetzt auf der zweiten Insel. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, spielt schon brav weiter.